auch wenn die Wissenschaft inzwischen in vielen Bereichen unseres Lebens Erklärungen für Phänomene hat, gibt es Tag für Tag Unfälle, Ereignisse und Entwicklungen, die sich eben nicht einfach so erklären lassen. Wenn Menschen vom Himmel fallen und überleben, wenn sie viel älter werden, als sie werden dürften, oder die Religion sich plötzlich in Form der Wirklichkeit zeigt, all das sind einige Beispiele für Phänomene, für die die Wissenschaft bis heute keine gefestigte Erkenntnis hat. Das verhält sich natürlich ähnlich mit Elementen der paranormalen Erlebnisse. In diesem Video beschäftigen wir uns aber vor allem mit Geschehnissen, die so unglaublich sind, dass man erst einmal ein wenig Schwierigkeiten damit hat, sie für glaubwürdig zu halten. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und unglaubliche Entdeckungen? Dann zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Vom Himmel gefallen und überlebt. Dass man einen hohen Sturz etwa aus dem 5. Stock mit schweren Verletzungen überleben kann, lässt sich beinahe täglich beobachten. Ein Fall aus 30 Metern aber ist in fast allen Fällen ein Todesurteil. Hier kommt die Geschichte von Vesna Vulovic. Sie hält bis heute den Weltrekord für den höchsten Fall ohne Fallschirm, nämlich nicht weniger als aus 10.160 Metern Höhe. Sie war eine Flugbegleiterin in einem jugoslawischen Flugzeug, das vermutlich von Terroristen in die Luft gejagt wurde. Während die Maschine in der Luft zerbrach und fast alle Passagiere aus dem Flugzeug geschleudert wurden, war sie eingeklemmt zwischen einem Versorgungswagen und dem Flugzeugrumpf. Experten glauben, dass dieser Rumpf schließlich, gedämpft von Schnee und Bäumen, besonders weich gelandet ist, was für ihr Überleben sorgte. Sie überstand den Sturz aus 10 Kilometern Höhe mit empfindlichen Verletzungen und Brüchen, war eine Weile im Koma und temporär gelähmt. Trotzdem gelang es ihr, nach einigen Jahren wieder vollständig zu genesen. Sie selbst hatte keine Erinnerungen mehr an das Unglück, erlangte aber durch ihre Rolle eine gewisse Berühmtheit in Jugoslawien und Serbien, wo sie im Jahr 2016 im Alter von 66 Jahren starb. Toter Junge bittet um ein Glas Wasser. Paranormale Phänomene beschäftigen die Menschen seit ihrer Entstehung. Der Glaube an Geister oder an eine Welt außerhalb jener des Lebenden ist weit verbreitet und wird immer wieder von besonderen, unheimlichen Begegnungen und Phänomenen gestärkt. Nach Berichten aus Brasilien soll es hier zu einem solchen Fall gekommen sein. Der zweijährige Kelvin Santos starb an den Nebenwirkungen einer Erkrankung und sollte schließlich eine Beerdigung mit einem offenen Sarg bekommen. Nach übereinstimmenden Berichten der Gäste der Beerdigung bewegte sich sein Körper bereits während der Zeremonie, ehe sich der Junge in seinem Sarg aufsetzte und plötzlich nach einem Glas Wasser fragte, ehe er zurück in seine liegende Position sank. Sofort wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht, wo aber erneut nur der Tod festgestellt werden konnte. Einen ähnlichen Fall hatte es bereits vor einigen Jahren in Brasilien gegeben, bei dem das tote Mädchen allerdings tatsächlich wieder in die Welt der Lebenden zurückkam. Was es mit dem Phänomen aus Brasilien und dem Schicksal des kleinen Kelvin wirklich auf sich hatte, lässt sich allerdings auch durch die Wissenschaft nicht wirklich erklären. 70 Jahre ohne Nahrung. Dass der menschliche Körper unter den richtigen Bedingungen eine ganze Weile ohne Wasser und Nahrung auskommen kann, haben Beispiele aus der gesamten Welt gezeigt. So haben buddhistische Mönche beispielsweise ganze Monate in einer Art kathartischem Zustand verbracht und mussten keine Nahrung aufnehmen. Was allerdings ein 82-jähriger Yoga-Guru aus Indien vollbracht hat, erstaunt die Wissenschaftler auf einer ganz neuen Ebene. Angeblich soll er 76 Jahre seines Lebens nichts gegessen und nichts getrunken haben. Das war jedenfalls seine eigene Behauptung, die im Laufe der Zeit mehrfach von Wissenschaftlern auf die Probe gestellt wurde. Zuletzt verbrachte er 2 Wochen in einem Labor des Militärs, wo er tatsächlich keinerlei Kalorien zu sich genommen hat. Prahlad Jani war in seiner Region in Indien sehr bekannt und hatte eine große Anhängerschaft vor seinem Tod mit 91 Jahren. Allerdings wurden erst die letzten Jahre tatsächlich durch die Wissenschaft begleitet. Diese beharrt natürlich darauf, dass es nicht möglich ist, weil der menschliche Körper selbst unter perfekten Bedingungen wohl nach rund 5 Tagen die Arbeit einstellen würde, wenn er keine Nahrung oder Flüssigkeit bekommt. Es bleibt also die große Frage, ob Prahlad Jani vor allem ein hervorragender Schauspieler war oder ob es ihm wirklich auf wundersame Weise gelungen ist, den größten Teil seines Lebens ganz ohne Nahrung auszukommen. Unsere liebe Frau von Akita.
Es ist keine Seltenheit, dass religiöse Wallfahrtsorte vor allem durch vermeintliche Wunder bekannt geworden sind. Schon im Mittelalter pilgerten tausende Menschen durch Europa, um beispielsweise an einer Statue von Heiligen um die Heilung ihrer Gebrechen zu bitten. Besonders häufig spielt die Jungfrau Maria dabei eine Rolle, die mit ihren Abbildern überall auf der Welt vertreten ist und immer wieder mit Wundern auf sich aufmerksam macht. Ein Beispiel dafür ist ein hölzernes Abbild von Maria, das in Japan gefunden werden kann und als ein Wallfahrtsort für die Minderheit der japanischen Christen gilt. Bekannt wurde sie in Japan vor allem durch eine Ordensschwester, die schwur, dass sie beim Gebet vor der Statue begann, Visionen zu haben. Die Jungfrau Maria hätte direkt zu ihr gesprochen und ihr Nachrichten mit auf den Weg gegeben. Darüber hinaus wurde sie von einem Hörverlust geheilt, der sie schon einige Jahre prägte. Mit der neuerlichen Aufmerksamkeit fielen auch Blutungen an der Statue auf, die sogar von einem Kamerateam überwacht und zur Probe geschickt worden sind, worauf man hin feststellte, dass es sich tatsächlich um Blut handelt. Was es mit den Wundern auf sich hat und ob es hierbei eine rein menschliche Komponente gibt, lässt sich bis heute nicht wirklich nachweisen. Jungfrau Maria erscheint im Finanzgebäude von Florida. Das Abbild der heiligen Jungfrau Maria spielte auch bei einem Phänomen in Clearwater in den USA eine bedeutende Rolle und das Phänomen wurde bis heute nicht wirklich geklärt. Auf der riesigen Glasfassade des Gebäudes des Seminole Finance Company in Clearwater, Florida, erschien eine Abbildung in Form eines Regenbogens, die sich den gesamten Tag lang entwickelte. Nach und nach wurde klar, dass der Regenbogen dabei die Umrisse der Jungfrau Maria annahm, wie sie in den meisten Darstellungen gezeigt wird. Schnell begann sich Aufregung in der Gegend zu verbreiten und tausende Menschen pilgerten in die Richtung von Clearwater, um selbst einen Blick auf dieses vermeintliche Wunder zu werfen. Während bis zu 500.000 Menschen in den ersten Monaten nach Clearwater pilgerten, verkauften die Eigentümer der Bank das Gebäude an eine religiöse Gemeinschaft, die hier einen ganz eigenen Schrein für die Jungfrau Maria errichtete. Experten für Glas waren sich aber nicht ganz sicher, ob es sich hier wirklich um eine himmlische Intervention handelte. Stattdessen verwiesen sie auf natürliche Prozesse bei der Verarbeitung von Glas. Gleichzeitig mussten sie eingestehen, dass weder der Zeitpunkt noch die konkrete Form des Regenbogens sich einfach so erklären lässt. In den letzten Jahren schwand dann das Interesse an der Maria in Florida und als ein Jugendlicher Teile der Gläser zerstörte, war auch das letzte Interesse verflogen. Allerdings ist es bis heute ein spannendes und immer wieder gerne erwähntes Phänomen in der Region. Leichentuch von Turin. Das Leichentuch von Turin gehört wohl zu den bekanntesten Insignien, die mit dem Tod von Jesus Christus in Verbindung stehen sollten. Ursprünglich tauchte das Grabtuch erst im Laufe des Mittelalters auf und wurde von Anfang an in seiner Echtheit angezweifelt. Als besonders gelten aber die Abbildungen auf dem Tuch. Sowohl der vermeintliche Abdruck von Christus' Gesicht als auch die richtigen Positionen seiner Wunden durch die Kreuzigung und die Dornenkrone sind auf dem Stoff erkennbar. Im Laufe der Jahrhunderte ging es durch die Hände verschiedener Adliger und immer wieder versuchte man es mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu untersuchen, um endlich Gewissheit darüber zu haben, ob es wirklich das Grabtuch von Christus sein könnte. Erst in der Neuzeit richtete sich die Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf das Grabtuch. Das lag vor allem daran, dass man mithilfe modernster Technik ein Negativ der Spuren auf dem Stoff ausmachen konnte. Tatsächlich erinnerten die Formen, die man so darstellen konnte, an die Überlieferungen, wie Jesus ausgesehen haben soll. Dabei haben die Untersuchungen in den letzten Jahren ergeben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Tuch erst im Mittelalter entstanden ist. Das ändert aber nichts an dem Kult, der bis heute um das Grabtuch besteht und die Verehrung, die dem Stück Stoff entgegengebracht wird. Es bleibt abzuwarten, ob die Wissenschaft jemals mit Sicherheit sagen kann, ob es sich nicht doch um Jesus handelt oder einen Gegenbeweis anbringt. Fensterputzer stürzt 47 Stockwerke ab und überlebt. Mit der Geschichte der Flugbegleiterin Vesna Vulovic haben wir bereits ein Beispiel für eine unglaubliche Geschichte, bei der ein Mensch einen Sturz aus atemberaubender Höhe überleben konnte. Während hier allerdings verschiedene Faktoren mitspielten, die das Überleben sichern konnten, ist das Beispiel des Fensterputzers Alcides Moreno noch einmal ein bisschen drastischer. Der Immigrant aus Ecuador war gerade dabei, die Fassade eines Wolkenkratzers in Manhattan zu putzen, als das Gerüst, auf dem er stand, nachgab.
Zusammen mit seinem Bruder, der ebenfalls bei der Arbeit war, stürzte er 47 Stockwerke und somit 150 Meter in die Tiefe und schlug auf dem Boden auf. Sein Bruder starb sofort an Ort und Stelle, Alcides Moreno überlebte hingegen. Er wurde beinahe ohnmächtig und mit einer Vielzahl von komplizierten Brüchen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sich die Ärzte nur wenige Hoffnungen auf sein Überleben machten. Im Laufe der nächsten Monate gelang ihm aber eine beinahe komplette Heilung aller Brüche und nach einiger Zeit war er zudem wieder in der Lage, selbstständig zu atmen. Seine Frau hält es für ein Wunder und er selbst sagt, dass er zwar während des Sturzes bei Bewusstsein war, sich aber kaum an etwas erinnert. Für die Ärzte kommt das einem Wunder gleich. Zwar sind alle Fälle bekannt, in denen Menschen einen solchen Sturz initial überlebten, dann aber meistens im Laufe der Zeit an den Folgeverletzungen starben. Moreno scheint hingegen eine gute Chance darauf zu haben, am Ende wieder komplett zu genesen. Wir hoffen, dass die unglaublichen Geschichten aus diesem Video euch gezeigt haben, dass manche Wunder manchmal doch ein bisschen echt sein können. Fallen euch noch ähnliche Stories ein, die ebenso in diese Reihe passen könnten? Zögert nicht, schreibt's in die Comments. Wir sind gespannt.